wilde Schönheit der Wölfe fasziniert mich. Sie sind wirklich die Könige des Waldes. Sie strahlen ein unglaubliches Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit aus. Wölfe sind die letzten Bewahrer einer Natur, die der Mensch zu beherrschen und nach seinen Vorstellungen zu formen trachtet. Menschen und Wölfe verbindet ein sehr emotionales Verhältnis. Eine Mischung aus Faszination, Angst, Missverständnissen und Scheu vor ihrer Wildheit. Aber wenn wir uns die Mühe machen, diese Tiere besser kennenzulernen, gibt es Wege, mit ihnen zusammenzuleben, ob in Freiheit oder Gefangenschaft. Für mich sind Wölfe meine Brüder. Mein Name ist Zoltán Horkai und ich lebe in Ungarn. Die Wölfe und mich verbindet eine Geschichte, die schon seit 15 Jahren andauert. Es macht mir großen Spaß, morgens mit einem oder mehreren meiner Wölfe zu einem langen Spaziergang in den Wald aufzubrechen. In diesen Momenten kommen wir einander näher und festigen unsere Beziehungen, die von viel Liebe und Respekt geprägt sind. Ein Kind kann beim Spielen im Schnee so viel Spaß haben. Die Winterlandschaft ist ideal, um immer wieder neue Spiele zu entdecken. Die Wölfe und ich erleben und empfinden das Gleiche, wenn wir uns gemeinsam auf die Natur einlassen. Wir entwickeln unsere eigene Sprache aus Bewegungen und Körperhaltungen, die wir nach und nach miteinander lernen. Es erfüllt mich mit großer Freude, wenn ich mir bewusst mache, wie sehr diese Tiere mich akzeptieren und verstehen. Jeden Tag passiert etwas Neues. Jeden Tag erfahre ich neue Dinge über meine Wölfe und erweitere meinen Horizont. Man kann wirklich viel von ihnen lernen. Sie lieben diese Ausflüge in die Natur und sie genießen solche Spiele im Schnee sehr. Mich wundert oft, wie bereitwillig sie danach mit mir auf meinen kleinen Hof zurückkehren, statt bei ihren wilden Brüdern in der Natur zu bleiben. Ich lebe nicht allein. Hallo zusammen. Ja, begrüßt mich etwa keiner? Was ist denn mit euch los? Ja, ist ja gut. Bist ein kluger Hund. Hey, langsam wird's ein bisschen eng. So, Kinder, Zeit fürs Frühstück. Wer ist der Erste? Lodika, musst du ständig reinkommen? Was machst du? Hast du schon wieder Hunger? Du kannst doch nicht ständig an den Kühlschrank gehen. Jodika, nein, das darfst du nicht. Das ist nicht deins. Komm her, komm, Jodika. Ich gebe dir einen Apfel.
Judika musste unbedingt meine Schuhe ausschlecken. Muss das mit den Schuhen wirklich sein? Warum kramst du überall herum? Im ganzen Haus. Was suchst du denn? Dein Futter ist weggeräumt, also lass das stöbern. So, raus jetzt. Raus mit euch, hopp. Etwas schneller bitte. Mit euch kommt man zu nichts. Wie soll man da Ordnung halten? Wölfe sind sehr sensibel. Sie spüren überraschend deutlich, in welcher Stimmung ich bin, und sie können ihr Verhalten darauf einstellen. Wenn ich ärgerlich oder schlecht gelaunt bin, reagieren sie anders, als wenn ich gute Laune habe. Sie spüren, wann ich Lust habe, mit ihnen zu spielen. Man muss sie genau kennen, um ihre Persönlichkeit und ihre Beziehungen untereinander zu verstehen. Aber das Zusammenleben mit ihnen bringt auch Rivalitäten und Konflikte mit sich. Babo? Beiß mich nicht, sonst tankst du dir eine. Babo! Als ich 6 Jahre alt war, habe ich mich in diese Tiere verliebt. Ich wollte schon immer Wölfe haben. Ich träumte ständig von ihnen. Als ich mit 25 meinen ersten Wolf bekam, konnte ich noch gar nicht sagen, was ich an diesen Tieren so liebte. Aber mit der Zeit erkannte ich, dass sie mir wohl sehr ähnlich sind. Oder ich bin den Wölfen ähnlich. Das war Wolfi, mein erster Wolf. Mit ihm fing ich vor 15 Jahren an. Als ich ihn bekam, war er schon größer als die anderen Wölfe nach ihm. Er kam nicht mit 4 oder 5 Tagen von seiner Mutter weg, sondern erst nach 3 bis 4 Wochen. Deshalb war er nie so anhänglich. Das hier war mein erstes Rudel. Die Tiere wurden 1999 geboren. Damals ließ ich mich hier in Gödöllő nieder. Das war der erste Wurf, den ich behalten durfte. Der erste Film, den wir mit den Wölfen drehten, entstand auf eine spontane Anfrage hin. Dieser Film gewann später einen Preis bei einem Festival. Von da an bekamen wir regelmäßig Angebote. Bei den Dreharbeiten ist es wichtig, so mit den Tieren umzugehen, dass weder Mensch noch Tier Schaden nehmen. Die Beziehung zwischen Mensch und Tier hat Vorrang. Wenn ein Tier körperlich oder seelisch verletzt werden würde, hieße das, dass man danach nicht mehr mit ihm arbeiten könnte, weil das Vertrauen zerstört wäre. Ich habe deshalb auch schon Angebote abgelehnt, weil ich Angst hatte, dass mein Verhältnis zu den Tieren leiden könnte. Hallo zusammen. Hallo, hallo. Darf ich vorstellen? Das ist Andrasch. Wenn wir mit ihnen arbeiten, passen wir uns den Wölfen an, nicht umgekehrt. Das muss man immer im Kopf behalten. Wölfe lassen sich nicht abrichten. Anders als Hunde lernen sie nicht, bestimmte Befehle auszuführen. Aber man kann sie motivieren. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Spielen, Futter, andere Tiere oder andere Wölfe. Dabei machen wir uns die Hierarchie und die Machtverhältnisse zunutze. Ich bringe den Bären dazu, sich aufzurichten. Du schrickst zurück. Wenn er auf die Hinterbeine geht, bin ich direkt hinter dir. Brumi, das darfst du nicht. Komm. Brumi, komm. Hoch mit dir. Gut so.
Brummi, das hier sollst du machen. So sollst du dich aufrichten. Siehst du das? Schau mal, du bist im Fernsehen. Lauf ruhig hin. Das da bist du, siehst du? Wir haben heute gut gearbeitet. Leider spielen Wölfe in Filmen fast immer die gleiche Rolle. Viele Regisseure glauben, die Zuschauer möchten vor allem blutrünstige, schreckliche Bilder sehen. Wölfe werden oft sehr negativ dargestellt, als knurrende, zähnefletschende, angriffslustige Bestien, die über die Menschen herfallen. In Wirklichkeit sind Wölfe viel gutmütiger, als die Leute glauben. Sie können untereinander sogar sanft und zärtlich sein. Nur deshalb ist es möglich, in manchen Filmen mit mehreren Wölfen oder mit anderen Tierarten zusammenzuarbeiten, wie mit Bären oder Wildschweinen. Das ist einer der schwierigsten Werbefilme, die wir je gedreht haben. Aus mehreren Gründen. Das größte Problem beim Dreh war es, die Tiere aufeinander abzustimmen. Einige von ihnen sind von Natur aus Raubtiere, andere eher Beutetiere. Aber auch die Abstimmung mit dem Schauspieler und dem Kameramann war nicht leicht. Als Kamera nutzten wir die meiste Zeit über eine Steadicam auf einem Quad. Und die Tiere mussten hinterherlaufen. Diese Einstellung kommt ganz ohne Tricktechnik aus. Während der Vorbereitung und der Proben, die für diesen Film 4 Tage dauerten, haben wir 2 Tage lang nur für diese eine Szene trainiert. Bei den Proben mussten das Wildschwein, die Wölfe und der Bär alle genau lernen, welches ihre Bahn war. Wichtig ist, dass das Wildschwein in dieser Bahn läuft und die Wölfe in der anderen. Beide Teams laufen in die gleiche Richtung. Wir beginnen mit dem Wildschwein und 2 Wölfen. Alle müssen gleichzeitig bei den Käfigen ankommen. Zuerst trennen wir sie, damit es nicht zu Konflikten kommt. Aber wenn alles gut geht und die Wölfe das Wildschwein in Ruhe lassen und umgekehrt, können wir die Schnüre weglassen. Ich gebe ihm eine Mischung aus Äpfeln und Wurst, die es sehr mag. So motiviere ich es. So, all diese leckeren Sachen kriegst du, wenn du kommst. Gut, es kann kommen. Los, komm, Lalika. Was wir hier mit dem Wildschwein machen, ist sehr wichtig. Vor und nach jedem Lauf und zwischen jeder Probe beruhigen wir es und kratzen ihm den Rücken. Es muss sich in seinem Käfig wohlfühlen, sonst geht es nicht dahin zurück. Wir brauchen genau 2 Sekunden, in denen das Wildschwein und die Wölfe nebeneinander herlaufen und wir nicht im Bild sind. Das müssen wir schaffen. Denn natürlich zeigen wir im Film nicht die ganzen 35 bis 40 Meter, die Tiere gelaufen sind. Ja?
Was ist denn hier los? Soll ich euch trennen und jeden von euch einsperren? Ihr lasst mich nicht schlafen. Müsst ihr euch gegenseitig an die Gurgel gehen? Was macht ihr denn? Babo, hast du etwa angefangen? Hör auf jetzt. Ist keiner verletzt? So, Schluss jetzt. Um diese Jahreszeit, so im Januar, Februar, sind meine Nächte ziemlich unruhig, weil mich die Wölfe dauernd stören. Es ist Paarungszeit und in dieser Zeit finden auch die meisten Rangkämpfe statt. Man muss sehr wachsam sein und sich genau überlegen, wen man aus dem Rudel nimmt und wen man drin lässt. Na, Schatz, wie geht's? Warte, E.T., es geht gleich los. Kriege ich den ersten Kuss? Komm, lass uns nach den Wölfen sehen. Die haben die ganze Nacht Theater gemacht. Komm, E.T., lauf! Komm, komm, komm! Ich habe das große Glück, dass meine Freundin meine Leidenschaft teilt. Sie ist auf Tierverhaltensforschung spezialisiert. Und hier findet sie den perfekten Ort, um Zeit mit den Tieren zu verbringen und sie zu beobachten. Sie kennt die Wölfe sehr gut und sie vertrauen ihr genauso wie mir. Sie hat einige von ihnen nach der Geburt betreut, deshalb kennen sie sich gut. Sie stehen ihr sehr nahe und haben eine enge Beziehung zu ihr. Deshalb hilft sie mir auch viel bei den Dreharbeiten. Ja, du bist ein Großer, ein ganz Großer. Telefon. Hallo? Hallo, hier spricht Rufus. Was kann ich für Sie tun? Schön warm ist das, wenn du mich ableckst. Das wärmt mir die Nase. Stimmt's, Rufus? Hey, du hast mich in die Nase gezwickt. Babo, was machst du denn für einen Zirkus? Ich darf dich hier nicht streicheln, denn er ist der Rudelführer. Wenn ich beim Rudel bin und einer der Wölfe ein anderes Tier jagt oder nicht zulässt, dass ich ein rangniedrigeres Tier streichle, kann ich ihm das nicht übel nehmen. Die Beziehungen dieser Tiere sind nun mal hierarchisch und von Dominanz geprägt. Außerdem lieben sie mich alle so sehr, dass sie eifersüchtig sind. Nein. Nein, Babo. Komm her. Ich nehme ihn etwas beiseite, um ihn auch zu streicheln. Na komm, Babo, komm her, ist ja gut. Du bist ein kleiner Strolch, ein kleiner Wicht. Du kannst nicht der Chef sein, sonst bin ich erledigt. Aber auch wenn er es irgendwann wäre, müsste er lernen, dass ich der Boss bin. Bei einem Rudel aus 30 Wölfen wäre es gelogen zu behaupten, dass man alle gleich gern hat. Natürlich bevorzugt man bestimmte Tiere. Manchen steht man näher als anderen aus verschiedenen Gründen. An manchen von ihnen hänge ich mehr, weil wir viel zusammen erlebt haben. Das prägt die Intensität unserer Beziehungen. Ist gut, mein Großer. Most éppen ezek a
So wirken sie tatsächlich sehr friedfertig. Fast wie liebe große Hunde. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass sie wilde Tiere sind. Im Lauf der 15 Jahre, die ich mich nun um die Wölfe kümmere, haben sie mich 3 oder 4 Mal angegriffen. 2-mal war es ernst. Unter anderem ein Biss ins Gesicht, der mit 19 Stichen genäht werden musste. Das 2. Mal wurde ich in die Hand gebissen. Der Biss ging glatt durch. Sie sind eben trotz allem wilde Tiere. Um diese Zeit des Jahres kommt es oft zu Zusammenstößen. 5-mal haben sie schon das dominante Männchen getötet. Es ist gerade Paarungszeit. Die Streits und Kämpfe beginnen schon im November, Dezember. Aber die eigentliche Paarung erfolgt erst jetzt, Mitte Februar. Da spielen sie am meisten verrückt. In dieser Zeit muss ich aufpassen, dass ich meinen Stellenwert im Rudel nicht verliere. Aber auch, dass sich die Rangordnung der Wölfe nicht ändert, dass die Hierarchie bestehen bleibt. Ich kann das bis zu einem gewissen Grad beeinflussen, aber nicht mit dem Stock. Ich kann jedoch bestimmte Wölfe aus dem Rudel entfernen und so ihren Platz in der Hierarchie freimachen. Was ist denn mit dem Fernseher los? Die sind wieder auf dem Dach. Bestimmt spielen sie wieder mit der Antenne. Das gibt's doch nicht. Ihr seid schon wieder auf dem Dach? Was macht ihr denn da oben? Was treibt ihr da? Ihr reißt mir die Antenne ab. Das geht doch nicht. Volko! Es ist immer das Gleiche. Hopp, geht wieder dahin, wo ihr hergekommen seid. Am Ende fallt ihr noch runter. Runter da! Was treibt ihr da oben? Das geht doch nicht. Volko, runter mit dir! Bing! Kossa, verschwindet! Kossa, was habt ihr auf dem Dach zu suchen? Er bricht ihm noch das Bein. Wir müssen den Bär rausholen, damit ich rein kann. Sonst kämpfen die beiden weiter. Wir müssen nachsehen, wie schwer sie verletzt sind. Er hat ihn am Hinterbein erwischt, am Oberschenkel. Aber die Pfote scheint okay zu sein. Mosi, mein kleiner Mosi. Scheinbar hat das dominante Tier seine Position eingebüßt. Vielleicht ist es aber noch nicht vorbei. Komm, Mosi, Mosi, komm. Komm, Mosi, komm. So, mach die Tür zu. Wir müssen das Weibchen rausholen. Sie war der Auslöser für den Kampf. Im Schnee sieht das spektakulär aus, so als hätten sie viel Blut verloren. Aber keine größeren Blessuren. Manchmal sind die Kämpfe viel härter. Sie ist nicht verletzt. Sie hatte am meisten Glück. Dabei hat sie den Streit ausgelöst. Es kommt nur selten vor, dass sich die Wölfe gegenseitig ernsthaft verletzen.
Die meisten Rang- und Dominanzkämpfe, die im Lauf des Jahres um die Hierarchie im Rudel stattfinden, laufen ohne Verletzungen ab. Die Tiere verpassen sich nur oberflächliche Warnbisse. Für Menschen können die aber natürlich gefährlich sein, weil unsere Haut viel empfindlicher ist als die der Wölfe. Für die Wölfe sind sie aber nicht so schlimm. Die Tiere leben im Rudel nach ganz bestimmten Regeln, an die sie sich halten müssen, um zu überleben. Auf uns Menschen wirken diese Regeln manchmal grausam und tragisch. Vor allem die Entscheidungen darüber, welcher Wolf das dominante und welcher das unterlegene Tier ist. Das sieht dann aus, als wollten sie sich gegenseitig umbringen, aber sie tragen keine Verletzungen davon. Doch ohne dieses Verhalten und diese Form der Verständigung würde das Rudel nicht funktionieren. Der Wolf, der die Lefzen hochzieht und die Zähne zeigt, ist das unterlegene Tier. Das dominante Tier knurrt nur so und hält das Maul geschlossen. Wölfe sind sehr eigensinnig. Sie erreichen immer, was sie wollen, gegen jeden Widerstand. Es ist sehr gut möglich, dass ich genauso eigensinnig bin. Gleichzeitig sind die Tiere opportunistisch. Sie wissen, wann sie sich unterwerfen müssen. Sie sind aber auch kompromissfähig. Ich glaube, dieser Ausdruck trifft es genau. Vielleicht liebe ich sie gerade deshalb so sehr. Meine Stellung im Rudel hat sicher viel mit Vertrauen zu tun. Das Vertrauen, das zwischen meinen Wölfen und mir entsteht, gibt mir die Möglichkeit, auch nach längerer Abwesenheit ins Rudel zurückzukehren. Für sie bin ich immer noch der Chef, obwohl es unter ihnen bereits ein Alpha-Tier gibt. Sie versuchen nicht, mich einzuschüchtern und zu unterwerfen oder mir zu zeigen, dass ich nicht zum Rudel gehöre. Sie lieben mich, als würde ich immer bei ihnen leben, so als wäre ich das Wichtigste überhaupt für sie. Diese Tiere bringen mir so viel Liebe entgegen, als ob ich ihr Vater oder ihre Mutter wäre. Wenn ich mit meinen Wölfen kommunizieren will, muss ich vergessen, dass ich ein Mensch bin. Ich tausche mich mit ihnen nicht nach menschlichen Verhaltensmustern aus, sondern passe mich ihrer Sprache und Gestik an. So verstehen sie mich. Sie lernen aber auch sehr schnell. Und allmählich verstehen sie auch die menschliche Sprache und unsere Ausdrucksformen. Sie wissen, wann ich verärgert oder glücklich bin, aber auch, wann ich keine Lust auf sie habe. Auch das gibt es. Sie spüren sehr deutlich, wann ich Lust habe, mich um sie zu kümmern und wann sie mir fehlen. All das lesen sie daran ab, wie ich mich gebe und wie ich mich bewege. Aber trotzdem, wenn man ihre Verhaltensmuster und ihre Sprache nicht lernt, wäre keine Beziehung möglich. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das Heulen ein Kommunikationsmittel, das drei Dinge regelt. Zunächst einmal stecken sie damit die Grenzen ihres Reviers ab. Zweitens klären sie so ihre Stellung innerhalb des Rudels. Und drittens ist es eine Aufforderung zur Jagd. Ich teile diese Auffassung überhaupt nicht. Für mich ist das Heulen einfach Ausdruck einer bestimmten Gemütsverfassung. Es zeigt, welche Laune sie gerade haben. Für mich drücken sie auf diese Weise aus, was sie empfinden. Bevor die Wölfe, die hier im Rudel zusammenleben, auf mein Heulen antworten, signalisieren sie sich gegenseitig ihre Position.
Die rangniederen Tiere laufen hinter dem dominanten Männchen her und versuchen, ihm die Lefzen zu lecken. So zeigen sie, dass sie seine Position anerkennen und ihre unterlegene Stellung akzeptieren. Dieses Aneinanderschmiegen und gegenseitige Lecken ist sehr wichtig für die Verständigung der Wölfe. Indem sie sich gegenseitig die Lefzen lecken und sich mit ihren Pfoten berühren, beruhigen sie sich gegenseitig und festigen ihre Bindung. Dieses Verhalten bildet sich schon sehr früh bei den Jungwölfen aus. Wenn die Eltern ihnen vorgekaute Nahrung bringen, fordern die Jungen die Erwachsenen zum Hochwürgen der Nahrung auf, indem sie ihnen die Lefzen lecken. Später entwickelt sich daraus bei den Jungen ein Unterwerfungssignal. Auf diese Weise bestätigen die jüngeren oder rangniedrigeren Wölfe den älteren und stärkeren Tieren ihre Position innerhalb des Rudels. Maya, was machst du? Maya, du hast einfach die Wurst geklaut. Die wollte ich in den Gemüseeintopf tun. Komm, Maya, komm. Komm her, Maya. Komm hierher. Maya, komm. Maya, komm her, Maya. Nicht die Tüte, nein. Das darfst du nicht. Maya. Das darfst du nicht. Das sind Äpfel, Maya. Das ist verboten. Komm her, Maya. Na komm, komm. Siehst du, das sind Äpfel. Die willst du doch gar nicht. Komm her, kleine Maya. So ist es gut, komm. Was mache ich jetzt? Fange ich sie ein oder hebe ich die Äpfel auf? Maya, friss doch nicht alles auf, Maya. Nein, Maya, warte. Oh nein, hör auf damit. Warte, nein. Wo ist die Wurst? Da ist sie. Nimm, Maya, hier. Hast du sie jetzt aufgegessen? Soll ich dir was sagen? Du führst dich auf wie ein ungezogenes Kind. Schau mal, du hast sogar das Auto kaputt gemacht. Du hast das Gummi abgerissen. Komm. Ich bring dich an deinen Platz. Als ich mein erstes Wolfsbaby aus dem Bau nahm, um es zu mir nach Hause zu holen, war das unbeschreiblich. Es ist schwer, dieses Gefühl in Worte zu fassen. Für mich wurde ein Traum wahr. Die 30 Wölfe, die ich heute habe, sind alle bei mir geboren. Ich hatte das Glück, sie aufwachsen zu sehen. Ich lebe mit ihnen zusammen, seit sie ganz klein sind. Deshalb kenne ich auch die Persönlichkeit und den Charakter jedes einzelnen Tieres.
Ja. Na, der. Das ist die kleine Nina, eine junge Dame. Rufus ist ihr Papa. Wir haben sie aus dem Bau geholt, als sie die Augen noch geschlossen hatte. Gibst du sie mir mal? Sehr gut, du bist ein Großer. Komm, wir setzen uns. Ich habe ihr eine Flasche gemacht. Setz dich neben deinen Opa. Wir geben dir die Flasche. Es ist nicht so einfach wie beim ersten Mal. Nach der Geburt vertraue ich die jungen Wölfe Adoptiveltern an. Dieses Tier habe ich Jury gegeben. Ich treffe mich 2-3 Mal die Woche mit den Adoptiveltern und den Wolfsjungen. So können sich die Tiere an ihre Eltern gewöhnen, aber auch an uns, die später für sie verantwortlich sind. So gewöhnen sie sich nicht nur an einzelne Menschen, sondern auch an ein menschliches Umfeld. Das ist sehr wichtig, damit wir später stressfrei zusammenleben können. Hallo zusammen, das ist ja eine ganze Wolfsmeute. Seht mal, da ist auch der kleine Bruder. Kommt, setzt euch her. Schön, dass ihr alle wieder da seid und die Jungen so gut in Form sind. In 2 Wochen sind sie genauso groß wie die anderen. Dann müssen wir uns öfter sehen, damit sie sich besser in ihr künftiges Rudel integrieren. Geht ein bisschen spielen, wenn ich lese. Hey, so kann ich nicht lesen. Kau das nicht an. Das darfst du ankauen. So ein großer Wolf wirst du auch mal. So, genug gespielt, Kinder. Schlafenszeit. Voko. Voko. Dies ist ein 33 Hektar großes Gelände mit Wiesen, Weiden und Wald. Ich habe es gerade erst gekauft. Das andere Grundstück ist uns zu klein geworden. Hier ist es besser für die Tiere. Ich könnte mir vorstellen, mein Haus da oben auf dem Hügel zu bauen, mit großen Gehegen von mehreren Hektar ringsum. Dort würden dann die Wölfe, Bären und Wildschweine leben. Alle meine Tiere.
Hier haben wir viel mehr Platz. In ein, zwei Jahren ist alles fertig, mein Kleiner. Dann ziehen wir hierher. Gefällt es dir? Wenn ich aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht mehr machen könnte, was ich gerade tue, falls ich irgendwann einmal nicht mehr mit den Tieren arbeiten könnte und mich von ihnen trennen müsste, hätte mein Leben keinen Sinn mehr. Ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen.